Ja, hallöchen, ihr fleißigen Taxi- und hoffentlich nicht unbedingt Uber-Fahrer und willkommen zu tollen Neuigkeiten rund um den Taxi Live City Driving Simulator, der ja schon vor einigen Wochen released worden ist und so semi-gut gestartet ist. Auf der PC-Version alles soweit in Ordnung, Performance hier und da ein bisschen problematisch, aber auf den Konsolen fehlte von all dem natürlich der Lenkrad-Support. Diesen haben wir nur auf dem PC erhalten und es wirkte lange Zeit so, als gäbe ist niemals diesen Lenkrad-Support auf den Konsolen bis jetzt, denn die Entwickler rund um dieses Spiel haben bestätigt, es wird ein Lenkrad-Support geben, er wird bald kommen, denn sie haben einen kleinen feinen Roadmap veröffentlicht, welche Patches als nächstes anstehen und welche Verbesserungen auf uns warten. Vorweg, vor ungefähr 2-3 Wochen fing das Ganze an, da haben sie schon die ersten 2 Patches veröffentlicht mit massiven Performance-Verbesserungen, hier und da wurden ein paar NPCs verbessert. Ich muss dazu aber sagen und meine Vermutung war es gewesen, dass seit Patch Nummer 2 einige weitere Fehler sich angeschlichen haben, aber zumindest die Fußgänger wurden schon so gut es geht ein wenig überarbeitet. Jetzt aber erwarten uns 3 weitere Patches, von denen ich leider jetzt noch nicht herausfiltern kann, wann diese genau kommen, aber zumindest schreiben die Entwickler, was Patch Nummer 3, 4 und 5 genau mit sich bringen. Für Patch Nummer 3 kommen zusätzliche Unterstützung für die Lenkräder auf dem PC. Lenkräder Force Feedback Einstellungen wird es geben. Das erfreut mich sehr, weil das war immer so ein Hü-Hot gewesen. Also zumal, das war nämlich immer so ein Hin und Her gewesen. Immer wenn ihr das Spiel gestartet habt und ihr habt irgendwie so das Gefühl gehabt, Force Feedback ist ein bisschen zu stark, dann startet das Spiel einfach nochmal neu und dann war es vielleicht ein bisschen angenehmer gewesen. Dazu wird es eine Einstellungsmöglichkeit geben. Weitere KI-Verbesserungen warten auf uns, insbesondere Fehler an Straßenkreuzungen, Verbesserung der KI Autos Physik, ansonsten noch andere verschiedene Fehlerbehebungen, Community-Anfragen, reduzierte Kretz-Räder, FOV-Einstellung, mehr Radiovielfalt im Word Access funktioniert mit neuen Avataren. Dann kommt in Patch Nummer 4 folgendes: weitere Fehlerbehebung am PC-Lenkrad und Modellunterstützung, kontinuierliche Verbesserung der KI, Autoverkehr, Fußgänger und KI-Physik basierend, Einstellung der Cockpit-Kamera-Positionierung, das heißt, dass ihr wahrscheinlich dann weiter nach vorne euch hinsetzen könnt, hoch, runter, wie man es so ein bisschen aus anderen Simulatoren kennt. Mehr Spielanpassungsoptionen, wie die später aussehen werden, werden wir vielleicht sehen. Vielleicht kann man die Fahrzeugdichte ein bisschen verändern, KI-Dichte, das wäre vielleicht ganz interessant verändern. Menüoptionen zum Anpassen des Verkehrs und Ereignisse, Preise. Ansonsten auch noch verschiedene Fehlerbehebungen. Und jetzt Patch Nummer 5, das haben sie auch dick markiert, Lenkräder an den Konsolen. Die häufigsten gemeldeten Community-Anfragen und noch mehr TBA. Also das zu Patch Nummer 5, da wurde noch nicht so viel geäußert, aber für Patch Nummer 5 steht auf alle Fälle für die Konsolen endlich das Lenkrad zur Verfügung. Wie gesagt, es hat extrem doll gefehlt, es war sehr unnötig gewesen, das erst gar nicht mit einzubauen und es war auch besonders unnötig und auch wenn ich Nacon als Publisher dafür liebe, dass sie halt solche teilweise tollen Spiele entwickeln oder entwickeln lassen, fand ich es sehr schade, dass man einfach nicht darauf eingegangen ist. In jedem Kommentar, was ich gesehen habe, ob es bei mir zum Beispiel ist, aber auch zum Beispiel bei Steam oder auf Xbox, auf PlayStation, waren die Kommentare und die Fragen immer dieselben gewesen, wann kommt der Lenkrad-Support und keine Rede oder Antwort. Kann natürlich sein, dass sie es wirklich extra nachreichen, weil ihr so fleißig wart, immer wieder nachgefragt habt. Oder aber auch, sie wollten noch nichts dazu sagen, weil es erstmal Probleme gab und dementsprechend wollten wir nicht so darauf eingehen, hätte man trotz all dem vielleicht doch eher machen sollen. Das so viel zum Roadmap. Also es werden massive Spieleverbesserungen in den nächsten Wochen und Monaten angegangen und ich hoffe mal, das war aber auch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen. Wie gesagt, die Entwickler hatten damals ein Rundschreiben schon mal geschrieben, dass sie sich natürlich um die eigentlichen Fehlerbehebungen kümmern werden, denn sie wollen nicht noch mehr Fehler mit reinbauen und dann irgendwas im Nachhinein noch erweitern oder verbessern, sondern erst einmal die eigentlichen Fehler verbessern und dann kann es vielleicht auch später mal zur Erweiterung kommen. Ich hoffe es zumindest, denn dieses Spiel verdient eine Erweiterung, weil die Grundidee, die ist gut, die Grundidee, die ist gegeben. Bloß wiederum ist es dann manchmal doch ein bisschen zu wenig. Aber wie schon erwähnt, ich freue mich einfach, dass ihr als Konsolenbesitzer endlich auch in den Genuss kommt, wenigstens dieses Spiel mit Lenkrad zu spielen, denn mit Lenkrad macht's vieles besser. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Abend, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.